Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. Florian Silbereisen, 38, fordert bei DSDS zum Boykott auf. Zum zweiten Mal sitzt der Schlagerstar heute Abend in der Jury der beliebten Castingshow. Im großen Halbfinale kämpfen noch 5 Kandidaten um den Einzug in die letzte Liegeshow, darunter auch Paulina Wagner. Für ihre Performance bekam die Blondine Floris goldene Prozente CD. Doch nur unter einer Voraussetzung: der Musiker will von Paulina keinen Song seiner Ex Helene Fischer, 35, mehr hören. Nachdem sie in der ersten Runde Helins Hit Unser Tag zum Besten gegeben hatte, rührte die Studentin anschließend mit Leise von Lea, 27, zu Tränen. Von diesem Auftritt war besonders das Club 3-Mitglied angetan: dieser Song steht ihr deutlich besser. Du stehst auf der Bühne wie ausgewechselt. Kurz darauf überreichte er der weinenden Paulina seine goldene CD, jedoch: ich gebe dir diese goldene CD unter einer Bedingung: wenn du weiterkommst, singst du keinen Song mehr von Helene. Überraschend harte Worte des Volksmusikgiganten gegen seine Verflossene. Schließlich hatte Florian noch zu Beginn der Sendung eben nach Paulinas erster Darbietung von seiner Ehemaligen geschwärmt und sie sogar perfekt genannt. Für die Titelanwärterin wünschte er sich jedoch trotzdem eine andere Songwahl. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.